Hallihallo, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen hier bei JBTV und mit diesem Video beginnt meine neue Norwegen-Reise, meine neue Norwegen-Serie. Wir werden jetzt zusammen in 12 Folgen die nordnorwegischen Küsten herunterreisen, vom Eismeer bis nach Helgeland. Und diese Reise habe ich selber erst entdeckt, während ich Stück für Stück die Küsten runtergefahren bin. Mitte Juni bis Anfang August war ich unterwegs hier in Norwegen in der ewigen Sonne. Und ich war auf dieser Reise so unvorbereitet wie noch nie, denn eigentlich wollte ich gar nicht nach Norwegen. Wenn ihr die Videos hier vorher schon gesehen habt, dann wisst ihr ja vielleicht, wie es dazu gekommen ist. Und umso schöner war aber das, was ich entdeckt habe, war das, was ich wirklich erlebt habe, weil ich mich hier vom Leben habe führen lassen. Und ja, Norwegen ist unglaublich vielseitig, unglaublich schön. Und diesmal werdet ihr eher die Plätze sehen, die eher unbekannt sind, wo die wenigsten eigentlich hinfahren, zumindest zum größten Teil. Und ja, das bedeutet aber nicht, dass hier nichts Schönes zu sehen gibt. Ganz im Gegenteil, es gibt sehr viel zu entdecken und ich habe viele Abenteuer erlebt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich nehme euch jetzt mit im ersten Teil nach Vardø. Das ist der äußerste östliche Zipfel Norwegens, also das Ende von Europa. Oben im Norden, nordöstlichste Ende von Europa. Danach kommt nur noch Russland. Und von da aus starten wir. Das ist auch eine der schönen Landschaftsrouten, wo es in Norwegen auch ganz viele gibt. Und all das werde ich euch gleich im Video erzählen. Ihr findet die gesamte Playliste mit allen Videos, die werden jetzt jeden Sonntag um 18 Uhr, werde ich ein Video veröffentlichen auf meinem YouTube-Kanal bis Weihnachten 2022. Wenn ihr zwischendurch einsteigt oder hinterher, dann könnt ihr euch natürlich direkt alle Videos in eurem eigenen Rhythmus anschauen. Ich verlinke euch hier unten wieder die Playliste. Ebenso gibt es zu jeder Etappe auch einen Blogartikel und auch einen einführenden Blogartikel mit einem zusammenhängenden, mit der zusammenhängenden Tour auf einer Google-Karte. Also wenn ihr selber diese Reise mal nachmachen möchtet oder einzelne Orte besuchen möchtet, findet ihr alle relevanten Reiseinformationen immer auf meinem Blog jbtv/Norwegen. Und da gibt's die Krönung von Europa. Viel Spaß! Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see Hey ihr Lieben, ich grüße euch aus Norwegen. Jawohl, ich nehme euch wieder mit nach Norwegen. Und jetzt beginnt eine neue Reise durch Norwegen. Ich bin jetzt im äußersten Nordosten von Norwegen, im Varangerfjord, an der Varanger-Halbinsel. Und das wird der Start sein für eine neue Videoreihe, denn ich werde jetzt durch Norwegen Richtung Süden wieder zurückfahren. Und mein Fokus, meine Orientierung ist Natur. Natur zu besuchen, schöne Natur, Nationalparks vor allen Dingen. Das ist so meine Hauptorientierung, Nationalparks zu besuchen, norwegische Nationalparks. Aber natürlich schaue ich auf dem Weg, was mich interessiert, was mich begeistert, was mich inspiriert. Und grundsätzlich interessieren mich erstmal nicht so sehr die haupttouristischen Ziele, die man schon alle so in Reiseführern liest. Ich mag lieber die Natur, wirklich die wilde, ursprüngliche Natur und auch gerne das, wo nicht schon jeder sowieso hinfährt, also wo möglichst wenig Touristen sind, einfach wirklich die eins zu sein mit der Natur. Das ist so immer das, was ich suche für mich. Und das möchte ich auch gerne dokumentieren in diesem und in den folgenden Videos. Und hier auf der Varanger-Halbinsel gibt es auch schon einen Nationalpark. Den werdet ihr auch sehen im nächsten Video. Jetzt im Video fahre ich erstmal ans Ende der Welt. Das ist nämlich Vardø, eine kleine Insel ganz im Osten von Norwegen, Nordosten von Norwegen, Vardø, eine kleine Insel, die durch einen Unterwassertunnel verbunden ist mit dem Festland. Und ja, da gibt es einiges zu entdecken. Ich bin hier angekommen vor 3 Tagen in wunderschönstem Wetter mit ganz perfekter Mitternachtssonne. Und dann habe ich die Insel ein bisschen ausgekundschaftet bei verschiedenen Wetterbedingungen, aber das werdet ihr jetzt im Video sehen. Außerdem ist es eine der schönsten Landschaftsrouten, die hier hinführt. Es gibt in Norwegen einige ausgezeichnete Landschaftsrouten. Das Infos und so weiter packe ich alles wieder unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr alles, was ich hier erkläre. Dazu findet ihr überall Links und Infos.
Die Landschaftsrouten sind Straßenabschnitte, Routen, die irgendeine ganz besondere Landschaft durchqueren, durchfahren, und sehr häufig oder eigentlich immer sind da auch verschiedene Rastplätze eingerichtet, die irgendwie futuristisch designt sind oder so. Die Norweger haben da durchaus ein sehr interessantes und kreatives Potenzial, solche Rastplätze zu designen. Ja, es gibt Infopunkte, es gibt hier zum Beispiel auch Vogelbeobachtungsplätze auf dieser Route, weil das hier ist auch ein Bereich, wo noch ganz viele sehr seltene Vögel leben, teilweise sogar Vögel, die man nur hier findet. Man muss sich vorstellen, wir sind hier wirklich kurz vor der Arktis. Das ist der nordöstlichste Teil von Europa, also von Westeuropa, mal Russland ausgenommen. Aber die russische Grenze, die sieht man eigentlich schon hinten am Horizont. Also wenn man da so hinterm Nebel da kommt, ich glaube, die letzten Berge, die letzte Ecke, das ist schon Russland. Und das arktische Meer, das Eismeer öffnet sich hier. Und dadurch gibt es hier ein ganz spezielles Klima. Und diese ganz besonderen Bedingungen führen einfach dazu, dass hier ganz besondere Pflanzen wachsen, dass hier ganz besondere Tiere auch leben. Auch viele, wie gesagt, seltene Tiere. Und ja, wir schauen mal, was wir alles so entdecken. Ich bin übrigens hierher gekommen durch Schweden und durch Finnland. Das könnt ihr in den Videos hier vorsehen. Ganz am Anfang wusste ich ja noch gar nicht genau, was ich so dieses Jahr mache in Skandinavien. Aber in Finnland ist mir klar geworden, ich will hier hoch. Ne? Und das ist dann auch eigentlich eine schöne Idee, so Skandinavien mal komplett zu umrunden mit drei Ländern. Genau, wenn ihr da irgendwie so eine komplette Übersicht haben wollt, schaut mal die Videos davor an. Und auch, wie gesagt, in der Videobeschreibung packe ich Infos rein über meine ganze Tour. Auf meinem Blog dokumentiere ich ja auch alles. Und jetzt erstmal viel Spaß auf der Landschaftsroute um die Varanger-Halbinsel durch das Varanger-Fjord bis nach Vardö. Herzlich willkommen in Norwegen! Also doch wieder Norwegen, und es fühlt sich gut an. Bei bestem Wetter fahre ich jetzt hoch ganz in den Osten, in den äußersten Osten von Norwegen. Und hier zeige ich euch nochmal meine letzte Etappe vom Nationalpark Lemminjoki in Finnland. Bin ich hier die E75 hochgefahren und dann ein Stück an der norwegischen Grenze entlang und dann rein nach Norwegen. Und jetzt werde ich die norwegische Landschaftsroute Varanger entlangfahren, von Varangerbotn bis nach Vardø. Grad, die Sonne brennt am Rande der Arktis. Es ist echt krass.
kurz vor 12. Und ich nehme euch jetzt mal mit zu einem kleinen Nicht-Sonnenuntergangsspaziergang. Boah, das ist echt geil. Es ist so krass. Wir haben jetzt ja den kurz vor Ende Juni, also 29. Juni. Und ich sage so, erst kurz nach der Sonnenwende. Ich bin jetzt ganz oben im Norden. Und die Sonne, die geht hier wirklich noch nicht mal irgendwie annähernd bis zum Horizont. Die bleibt da jetzt. Beziehungsweise geht gleich wieder auf. Es ist echt abgefahren. Ja, und überhaupt ist es hier total abgefahren. Richtig genial. In Vardö bin ich jetzt. Das ist hier so eine kleine Insel. Durch den unterirdischen Tunnel fährt man hier hin. Und das ist wirklich ein sehr besonderer Ort, weil es voll hier im Eismeer liegt. Also wirklich, hier ist ja nichts mehr. Da ist, kommt irgendwann Russland auf der anderen Seite und ansonsten oben die Arktis. Ne? Ja, ihr Lieben, das ist wirklich ein schönes Ende der Welt und eine schöne Entscheidung, nach Norwegen zu fahren. Ich bin ja auf jeden Fall happy. What a day, kann ich nur sagen. Heute Morgen, beziehungsweise gestern war das ja schon inzwischen, war ich noch wandern in Finnland und im Lemmenjoki-Nationalpark und habe mich mit der Hitze und den Mücken auseinandergesetzt, gekämpft, abgekämpft und dann jetzt hier am Ende der Welt in Norwegen. Im Nicht-Sonnenuntergang. Das ist so abgefahren und ich liebe es, solche abgefahrenen Orte zu entdecken. Und das wird also das neue Programm jetzt auf meinem YouTube-Kanal. Norwegen, die ganze Schönheit hier entdecken und gerade die speziellen Ziele hier oben, wo ich auch noch nie war, so weit im Norden, das werde ich mir natürlich ausführlich angucken und auskundschaften. Und da kommen wir aber auch dem Nationalpark schon immer näher. Ja, es gibt nämlich ja auch einen Nationalpark Varanger, diese Varanger-Halbinsel hier
Die hat natürlich eine ganz besondere Natur, die ist durch die arktische Lage hier oder die nahe arktische Lage sehr speziell. Und genau das möchte ich mir natürlich auch ausführlich anschauen, wandern gehen. Das werden so die nächsten Themen sein. Ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen zu schlafen. Mein Schlafrhythmus ist hier eher so etappenmäßig. Ich habe eben schon irgendwie wieder 2 oder 3 Stunden gepennt, allerdings aus Versehen. Ich penne ja dann irgendwie mal ein, aber ja, ich kann gar nicht hier irgendwie so einen richtigen Rhythmus halten. Das ist so, einmal ist es natürlich so spannend, das alles zu entdecken und ich will auch natürlich diese Stimmung hier erleben. Das mache ich jetzt natürlich auch ganz bewusst, dass ich hier nachts länger auf bin. Wenn man mir von Nacht spricht, dann ist es fast schon lustig. Aber diese Mitternachtssonne und diese Ruhe gleichzeitig, das ist einfach eine ganz besondere Stimmung, weil natürlich die meisten Menschen dann schlafen. Wenn man jetzt in einem Ort ist, wie eben bei dem kleinen Hafenrundgang hier, dann ist es schon mal eine ganz besondere Stimmung. Und zum anderen sind die Tiere natürlich auch anders in dieser Mitternachtssonne. Also das finde ich auch total spannend. Die sind nicht so aktiv oder anders aktiv oder schlafen halt auch. Aber die Vögel zum Beispiel sind eigentlich, ich glaube, die sind echt daueraktiv hier im Sommer. Ich weiß gar nicht, wie die das wirklich machen hier bei der Mitternachtssonne. Wann die wirklich schlafen, ob die überhaupt schlafen. Alles sehr spannend, sehr ungewöhnlich. Und ich liebe es, wenn es ungewöhnlich ist. Guten Morgen oder besser gesagt, guten Mittag. Es ist kalt, ne? Ich muss wieder nach Finnland, da war es so schön warm. Kleiner Scherz. Nee, aber das ist krass, ja. Jetzt gibt es doch einen deutlichen Wetterwechsel. Gestern Nacht oder heute Nacht. Ich bin noch ein bisschen durcheinander mit den Zeiten. War ein tierischer Sturm plötzlich. Ganz plötzlich hat das angefangen. Sehr starker Wind. Und heute Morgen war dann alles im Nebel. Jetzt zieht es schon wieder ein bisschen auf, aber es sind nur noch 12 Grad. Gestern waren es ja 28 oder 26, wo ich hier ankam. Ja, das muss man jetzt natürlich ganz klar berücksichtigen. Wir sind hier an der Barentssee am Eismeer und so Tage wie gestern, wo es so mega Sommer ist, auch diese totale Windstille, es war wirklich ja traumhaft. Das hier, glaube ich, eher sehr selten. Der Ort hat auch was so Tristes, Verlassenes, Lost Place-mäßiges an vielen Ecken. Das habe ich auch schon gemerkt. Vardö, das Ende der Welt. Und ja, das zeigt auch natürlich, dass hier mehr Leute wegziehen als hinkommen. Die Einwohnerzahl schrumpft hier, soweit ich weiß. Die meiste Zeit des Jahres ist es hier natürlich wirklich trübe, nebelig. Im Winter ist es hier dauerdunkel. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also die Mitternachtssonne, die wir jetzt haben, ist im Winter ja das Gegenteil. Da geht die Sonne überhaupt nicht mehr auf in den Wintermonaten. Da ist hier immer nur noch Dämmerlicht oder es wird überhaupt nicht richtig hell. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das finde ich dann schon echt sehr krass, hier zu leben. Und es ist dazu halt ewig kalt und ewig Schnee und Eis. Ja, auf jeden Fall eine krasse Klimazone. So, wir nutzen mal den heutigen Tag jetzt, um so ein bisschen Stadtrundgang zu machen hier. Hier gibt es nämlich so ein paar schöne Sehenswürdigkeiten noch. Und außerdem, glaube ich, ist auch der Ort, wie gesagt, ganz interessant. Ich mag ja auch gerne so Orte, die so ein bisschen Lost Place Atmosphäre haben. Und vor allen Dingen, die ungewöhnlich sind. Und das ist natürlich auf jeden Fall der Fall hier. Und ich nehme euch jetzt nochmal mit, auch zu ein paar Sehenswürdigkeiten, die man sich hier noch anschauen kann. Ich war insgesamt 2 Tage hier und da zeige ich euch jetzt einen Zusammenschnitt. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Hurtigruten an, denn die Polalys, das ist ein Schiff der Hurtigruten, die ja im Hafen eingelaufen ist, als ich hier war. Ja, und Hurtigruten, das ist die alte Postschifflinie, die norwegische Postschifflinie. Seit 1893 fahren hier Hurtigruten-Schiffe die über 2700 Kilometer lange norwegische Westküste ab und verbinden damit Orte, die abgelegen sind. Und ja, heute wird da keine Post mehr mittransportiert, aber es ist eine sehr beliebte Kreuzfahrtreise, die man damit machen kann. Man kann ja in ein paar Tagen ganz viele Orte an der Küste entlang fahren. Es gibt da verschiedene Touren und es sind kleine Schiffe, es sind nicht so riesige Kreuzfahrtschiffe. Ja, das ist natürlich wirklich Luxus und ich glaube, es ist auch wirklich sehr teuer, aber irgendwie begeistert mich das total. Also ich weiß gar nicht genau, wieso. Da fange ich direkt an zu träumen und vielleicht wird es ja mal klappen, dass ich da wirklich mal eine Tour mitmache, am liebsten sogar mit meinen Eltern. Diesen Traum habe ich auf jeden Fall. Meine Eltern sind schon ziemlich alt und sie trauen sich nicht mehr so richtig, aber ich habe sie schon mal ein bisschen heiß gemacht sozusagen. Als ich hier dieses Schiff gesehen habe, habe ich ihnen sofort Fotos geschickt und wer weiß, vielleicht passiert das ja nächstes Jahr sogar. Thank you.
Ja, jetzt bin ich wieder in Wad Sö. Das ist schon ein Ort, eine Stunde wieder Richtung Süden oder Richtung Westen. Ja, erstmal geht es ja eigentlich nur Richtung Westen. Ich bleibe natürlich noch eine ganze Zeit hier im Norden. Und jetzt werde ich noch den Nationalpark dieser Waranga Halbinsel besuchen. Das seht ihr im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Hier in Wad Sö gibt es auch einen schönen Stellplatz. All diese Informationen, auch alles, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, verlinke ich, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Die ganzen Ziele, da gibt es einen Link auf meinem Blog, da habe ich das dokumentiert. Ansonsten, es gibt ja noch viel, viel mehr zu entdecken. Mir fällt es immer ein bisschen schwer, das überhaupt auszuwählen. Auch irgendwie, was gucke ich mir jetzt selber an? Wie viel Zeit verbringe ich hier? Was gebe ich auch in meinen Videos weiter? Eigentlich könnte man hier schon wochenlang nur hier oben bleiben. Aber ich mache es natürlich ein bisschen einfach so abhängig auch vom Wetter und einfach so, wie ich das so intuitiv, das für mich, wie sich das so ergibt. Ja. Aber das ist immer so meine Empfehlung. Findet eure eigenen Ziele, macht euch selber auf den Weg und schaut einfach, was unterwegs passiert. So reise ich auch wirklich rum. Das ist für mich immer das Schönste. Und natürlich ist es schön, so eine Orientierung zu haben. Ich schaue mir auch gerne Sachen von anderen an, die schon gereist sind, die Tipps geben, lese mir Sachen durch, schaue Videos. Aber dann, wenn ich unterwegs bin, dann lasse ich das auch wieder los, zum größten Teil. Dann schaue ich einfach, was entdecke ich selber unterwegs. Ne? Und genau, das möchte ich euch noch mitgeben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf euren Entdeckungsreisen. Nutzt meine Videos, meine Dokumentation sehr gerne als Inspiration. Und ja, dann schaut einfach, was das Leben mit euch macht, während ihr unterwegs seid. Ganz viel Spaß dabei. Wir sehen uns hier bei YouTube im nächsten Video. Nationalpark Waranga Halbinsel. Das wird das nächste Video. Viel Spaß. Bis dahin. Bis bald.